Du musst dich selber bekämpfen, Achi. Du musst den inneren Schweinehund in dir bekämpfen. Du musst dir richtig Mühe geben. Du musst das machen, wie die Gelehrten gesagt haben. Ja, du musst deine Seele widersprechen. Deine Seele sagt dir, komm jetzt, Fajr, komm, geh mal nach Hause. Ja, schön, lau dich ein bisschen hin. Ist jetzt sowieso, du hast frei, keine Arbeit, kein Problem. Na, schlaf mal ein bisschen und dann ist okay. Nein! Nach dem Fajr bleibe ich wach. So musst du mit deiner Seele umgehen. Ich bleibe wach bis zum Schuruch, bis zum Sonnenaufgang. Deine Seele sagt dir, oh, jetzt Koran lesen, komm, ist spät. Ja, leg dich noch ein bisschen hin, geh mal ein bisschen was essen, mach dir mal ein Sandwich, sagst du, nein, ich lese jetzt erstmal Koran. Und danach mache ich mir ein Sandwich. Deine Nef sagt dir, schau diese Frau an, schau. Und du sagst, nein, ich mache es nicht. Deine Seele sagt dir, deine Nef sagt dir, komm jetzt, lüg mal ein bisschen. Komm, egal, keiner sieht dich. Lüg mal, lüg. Und du sagst, nein, ich lüge nicht. Na, so, Umar al-Khattab, radiallahu anhu, und er ist einer der Gefährten, einer der größten Gefährten, er hat manchmal mit seiner Seele gesprochen. Er hat mit seiner Seele manchmal gesprochen, gesagt, nein, das mache ich nicht so. Nein, das mache ich nicht. Wie zum Beispiel gesagt wird, Wallahu alim, es wird überliefert, dass er einmal auf den Minbar ging, bevor er ging zum Minbar. Auf dem Weg zum Minbar, also zur Kanzel, hat er Erde genommen, über seine Kleidung geworfen, Erde, ja? Sich sozusagen ein bisschen so dreckig gemacht. Ist auf die Kanzel gegangen und hat gesagt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Assalamu ala Rasulullah und so weiter. Amma ba'd. Ich, Omar, der Amin Mu'minin, ich war so und so und so. Und ich habe Schafe gehütet. Und ich war damals Muschrik. Und ich habe dies getan und dies gemacht und das und das und das. Und fertig, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und dann kam Ali radiallahu anhu zu ihm. Er sagte, ja, Amir al-Mu'minin, was war das gerade? Warum hast du das gemacht? Und sagte, ja, Ali, ich habe meine Nefs eine Lektion erteilt. Weil meine Nefs kam zu mir und hat mir gesagt, oh, du bist jetzt Amir al-Mu'minin, Führer der Gläubigen. Und da wollte ich meine Nefs ein bisschen, ja, eine Lehre erteilen. Und habe genau das gemacht, damit ich meine Nefs wieder runterbekomme. Deswegen, wir müssen das wirklich, die Nefs, wie die Gelehrten gesagt haben, ist wie ein wildes Tier.